Strom ist die Basis für unsere heutige Kommunikation, unsere Arbeit, ja fast unser ganzes Leben. Darüber, woher all diese Energie kommt, habe ich mir sehr lange kaum Gedanken gemacht. Sie stammt überwiegend von Kohle- und Atomkraftwerken, meist aus unmittelbarer Nähe von uns. Doch das soll sich ja bald ändern. In Zukunft wird ein Großteil unseres Stroms aus Sonne, Wind und anderen erneuerbaren Energien erzeugt. So werden wir Energie nachhaltiger und umweltschonender herstellen. Dafür müssen wir unser Stromnetz weiter ausbauen. Dieser Strom aus erneuerbarer Energie muss zum Teil über große Entfernungen transportiert werden. Wir brauchen so etwas wie eine Stromautobahn. Das heißt, wir müssen unsere Stromnetze weiter ausbauen und neue Leitungen legen. Wie so oft ist nichts umsonst. Und der Netzausbau wird uns Stromverbraucher mehrere Milliarden kosten. Doch wie setzt sich eigentlich der Strompreis genau zusammen? Ich habe es nachgeschlagen. Der Strompreis wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Energiebeschaffung und Vertrieb, ca. 29%. Netzentgelt, ca. 22%. EEG-Umlage und Abgaben, ca. 26%. Steuern, ca. 23%. Mit den Netzentgelten baut unser Land unser Stromnetz aus und verstärkt und wartet es. Mehrere tausend Kilometer neue Leitungen kommen dazu. So machen wir unser Netz fit für eine Zukunft ohne Atomkraft und die immer weniger werdenden fossilen Brennstoffe. Natürlich wird das etwas kosten und natürlich ist das mit Einschränkungen verbunden. Es hat aber auch niemand gesagt, dass es immer einfach ist, das Richtige für unsere Zukunft zu tun.